Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Helger. Ich freue mich, dass Sie heute Morgen live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXWet und wir schauen uns direkt heute mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungen und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, auch wenn der Dirk heute wieder vielleicht den einen oder anderen Trade macht. Aber Sie dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? Sehr gut. Dann, lieber Dirk, kriegst du jetzt den Bildschirm und ja, ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. So, dann machen wir das doch mal, ne? Wäre nicht schlecht. Sehr gut. Sieht gut aus. Dann können wir loslegen. So, dann sage ich auch mal einen wunderschönen guten Morgen hier von meiner Seite live aus nicht Frankfurt, sondern wie immer Köln. Oder ich muss gerade überlegen, zum letzten Mal Köln. Ja, wahrscheinlich, ne, oder vorletztes Mal aus Köln. Aber gut, das ist jetzt hier nicht so Wie, wichtig. was, wie? Ja, wir wandern aus Okay, wir müssen aus Köln. telefonieren. Genau, machen wir. So, ich hoffe, es geht euch allen gut und wie immer freue ich mich, wenn hier so ein bisschen Feedback dann auch kommt im Chat und wenn das Ganze nicht nur so von meiner Seite ein reiner Monolog ist, sondern halt eben, wenn ein bisschen Input kommt und ich da auch auf das eine oder andere eingehen kann. Ganz wichtig, wie der Nelson gerade schon gesagt hat, wie immer, ich kann es immer nur wiederholen, möchte es auch wiederholen. Bitte nicht einfach nachhandeln, auch wenn es in den meisten Fällen funktioniert. Aber wie immer gilt, ich weiß nicht, ob das in der Stunde dann auch funktioniert. Und oft genug hat uns gerade in der Morgensession, die wir hier machen, der Markt ja auch schon irgendwie oft genug veräppelt und immer dann erst den Trade uns dicht machen lassen, als dann halt eben genau dann, als das Webinar vorbei war. Und das ist hat mittlerweile ja Methode und die muss man nicht unbedingt dahingehend provozieren, dass man halt sagt, okay, ich trade jetzt unbedingt nach und wird schon funktionieren. Und spätestens ja, wenn das Webinar zugeht, kann man machen, wäre vielleicht eine neue Strategie, aber vielleicht nicht unbedingt empfehlenswert. So, und deswegen bitte selber genau drauf gucken und eigene Entscheidungen treffen und danach dann halt eben handeln. So, was machen wir heute? DAX oder DAU? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Für meine Begriffe ist der DAU nämlich eigentlich noch nicht so weit gelaufen wie der DAX heute Morgen. Ich gehe mal hier auf das Hauptbild rüber auf den Chart. Wie immer links DAX, rechts der DAU. Wer hier zum ersten Mal dabei ist, kann bitte auch mal kurz in die Kommentare irgendwie schreiben, so hey, 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 ich oder so, damit ich da so ein bisschen Überblick drüber habe und auch immer weiß, wo ich irgendwie ansetzen muss. Okay, dann doch der eine oder andere, aber ruhig gerne noch mehr. Also wenn bis jetzt sind es ja nicht so viele. Wie gesagt, mir geht es immer darum, so wie weit muss ich ausholen mit Erklärungen halt, ne? Weil für mich halt viele Sachen immer so ganz irgendwie selbstverständlich sind, so muss man nicht erklären. Und nicht, dass ich da einfach drüber weggehe. Aber ansonsten, wenn Fragen sind, auch gerne irgendwie reinschreiben. Und wenn ich zu viel übersehe, wird der Nelson mich dann auf jeden Fall auch daran erinnern, mal drauf zu gucken und vielleicht auf eine Frage einzugehen. So, also links Daily, beides Daily, links DAX, rechts DAU. Der Daily ist natürlich immer so die große Wetterlage, wo ich halt versuche rauszufinden, okay, was könnte der Markt als nächstes vorhaben. Ich habe ja auch in meinem Blog ein bisschen was dazu geschrieben schon, wie immer natürlich, und habe ja halt auch gesagt, wir haben, es ist für mich so ein bisschen Ping-Pong, die ganze Geschichte hier, also jetzt hier zum Beispiel im DAX. Und das heißt, hier unten war halt irgendwie Player A, oben ist Player B bei der 273, das ist der Bereich hier. Ja. So, die müsste man jetzt eigentlich erstmal rot machen. Also das ist so die Daily Strecke, die einfach am plausibelsten ist. Warum? Aus dem Aspekt heraus, Wirkungsumkehr wie immer, das ist jetzt so mein Standard, Ding beim Handeln. Und Wirkungsumkehr ist ja nichts anderes als dort, wo vorher Widerstand war, wird anschließend Support sein und umgekehrt. Und da haben wir halt einfach zwei markante Punkte. Das ist einmal hier die blaue Zone. Die hatte ich gestern ja auch in meinem Blog gestern Morgen schon gezeigt. Habe mich aber leider im Text um 100 Punkte vertan, weil ich geschrieben habe, DAX
14.600, ja, tiefer, keine Ahnung, eher nicht, ja. Und gemeint war aber 14.500, das ist nämlich genau der Bereich hier, beziehungsweise der liegt sogar noch drunter bei 14.471. Wer das Live-Chart-Add-on hat, der hat es natürlich gesehen, wo die Linie liegt in der Zone und genau dort ist er dann tatsächlich auch abgeprallt, ne, weil hier war vorher der Widerstand, der klarste Widerstand, ne, hier durch diese beiden Kerzen eigentlich ganz gut markiert, dort ist er abgeprallt. Und hier oben haben wir halt eben die 273 von unten. Das heißt, das ist genau halt die potenzielle Range jetzt erstmal. Ja, ob der jetzt nach oben ausbricht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist jetzt so die potenzielle Range im Daily. Und das ist ja auch was, was man handeln kann. Das ist ja auch eine ordentliche Strecke eben auch, mit der man halt eben umgehen kann. So, und im DAU sieht es ein bisschen anders aus. Da hatte ich halt ja eben auch letztens, das ist natürlich jetzt schon ein paar Tage her, auch geschrieben, wenn der hier drunter geht, dann laufen wir da runter in die gelbe Zone. Ich habe eigentlich gedacht auf die Unterseite, das wäre hier die 262. Ich hoffe, man kann das erkennen, wenn ich schiebe ich ein bisschen hoch. Die Unterseite wäre die 262. Die hat aber nicht gemacht, sondern nur die Oberseite, die 441. So, aber generell war das halt die Strecke halt ab hier, ab der 32.680. Das hat soweit gepasst, ja. Nur hier unten, wie gesagt, fehlt halt noch ein kleines Stück, aber das ist ja auch nicht unbedingt wichtig, dass er das da unten voll macht, sondern es geht ja auch darum, dass man so einen Überblick drüber hat, okay, wo ist unten, wo ist oben, ja. Und ich hätte mir natürlich schon gewünscht, wenn er hier die 150 Punkte auch noch gemacht hätte, aber so what, bis dahin hat es ja gepasst. Da waren auch die ganze Zeit Pfeile drin, Richtungspfeile, die gingen eben ab hier oben, ab der 681, in der ersten Etappe bis hierhin, in der zweiten Etappe halt eben bis darunter. Und jetzt sind wir wahrscheinlich wieder hier auf dem Rückweg. Guckt man sich jetzt mal halt kurz die Länge an. Also hier von den Tageskerzen, da fällt einem schon halt auf, dass der DAX eigentlich mehr gemacht hat heute als jetzt der DAU. So, und das heißt, ich gehe eigentlich davon aus, dass der DAU halt eben die Reise nach oben fortsetzt, wobei er hier über 300, über 32.300 jetzt aber eben auch wieder an Widerstand läuft. Das sieht man gleich im kleineren Timeframe und dann auch ein bisschen besser. Und von daher ist es nicht klar, ob der jetzt direkt auch um 9 Uhr hier weiterläuft. Also wie gesagt, das hier ist daily, ja. Der hat ja noch gar nicht korrigiert, beziehungsweise nur den kleinen Zipfel hier. Und der kann natürlich auch nochmal im Maximalfall hier runter bis in die Nähe von der Eröffnung von gestern. Ja, das ist natürlich möglich. Das muss man jetzt halt sehen, wie er damit umgeht, auch um 9 Uhr, auch wenn der DAU jetzt natürlich um 9 Uhr keine Eröffnung hat. Aber trotzdem neigen die dann auch dazu, dort eben auch Volumen gleichzeitig reinzupumpen. Woher das jetzt kommt, ob das dann eben dann auch Frankfurt ist oder sonst woher, das spielt ja erstmal keine Rolle. Aber generell ist das ja was, was man beobachten kann. So, und im DAX das Gleiche. Der kann das jetzt um 9 Uhr direkt fertig machen, da rauflaufen auf die 15.273 oder geht auch erstmal kurz runter zum Luft holen. Ja, so, aber generell die Tageskerze würde ich halt genau so einschätzen, egal ob da jetzt da unten noch was kommt oder nicht, aber eben, dass wir halt einmal bis darauf halt spiken. So, das kann aber auch, und das ist natürlich so ein bisschen das Problem dabei, das kann natürlich auch sein, dass wir heute hier nur auf der Stelle dackeln und die ganze Geschichte dann morgen kommt. Also was mir natürlich leider Gottes dann auch immer hin und wieder mal passiert, ist, dass ich halt das Zeitliche nicht richtig einschätzen kann, weil das natürlich auch, ich sag mal so, am Tag vorher echt so ein bisschen schwierig ist, ne? Also ich meine generell die Richtungen ja, aber ich kann jetzt natürlich nicht wissen, macht er das heute oder macht er das morgen, aber generell wäre das schon die plausibelste Geschichte, eben nachdem er hier unten wieder abgeprallt ist, eben hier oben wieder dran zu laufen. Dazu passt auch hier oben der SMA 20, ne? Der würde auch morgen noch mal ein Stückchen tiefer liegen, aber heute liegt er eigentlich perfekt sogar da oben, so dass wenn der DAX da raufstoßen sollte, dass wir dann halt eben die hier oben auch direkt dann noch abholen können. So, jetzt muss man gucken. Um 9 Uhr wird schon öfters mal gleich die Tagesrichtung komplett fertig gemacht und das so, dass der Rest vom Tag eigentlich nur noch so Gegammel halt ist. Das sieht man halt schon sehr oft. Und von daher, wenn das erstmal anfängt zu laufen, sollte man dann nicht unbedingt dagegen handeln. Und deswegen ist mir auch immer wichtig, im Daily zu sehen und zu verstehen, was der Markt eigentlich will. Ne? Weil oft steht man dann irgendwie da, sucht dann eben einen kleineren Timeframe und denkt dann so, ja, es hört überhaupt nicht mehr auf zu laufen, was ist das denn? Und wenn man sich dann den Daily anguckt, und dann weiß man eigentlich relativ schnell, warum. Also das heißt hier oben 273 im Daily sonst nichts mehr, außer vielleicht dieser kleine Spike von irgendwann war das Donnerstag.
Aber ob der dann so relevant ist, das steht nochmal, auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Ich hatte hier auch gestern irgendwie mal einen Long aufgemacht, der ist es wahrscheinlich gerade zugegangen. Mal gucken, ja, der ist jetzt gerade weg. Gut, da kann ich den Chart hier auch wegmachen, nur weil ich halt hier oben, das ist jetzt der DAU im kleineren Timeframe, hier oben ist bei mir halt im M15 ein relativ klares Widerstandslevel. Das habe ich auch in den NFPs gezeigt im letzten Webinar. Und genau da stehen wir eigentlich. Das heißt, hier ist das NFP-High nochmal, wo auch letztens irgendwie schon mal dran gescheitert ist. Und daher ist es völlig legitim, dass der DAU jetzt zumindest hier erstmal korrigiert. Aber gehen wir mal rüber auf den DAX hier im etwas kleineren Timeframe dann halt eben auch. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Also dann machen wir halt den DAX. Hier kommen ja ein paar Feedbacks, wo ich ja gefragt habe, was machen wir, DAU oder DAX? Glaube ich, ist aber auch schon ganz okay so, wenn ich mir die Wohle angucke, eben jetzt gerade, auch wenn es jetzt 8 Uhr ist, aber dann zeigt das schon, dass der DAX scheinbar gerade etwas interessanter ist als der DAU. Wahrscheinlich, ja. Das ist natürlich jetzt auch erstmal nur eine Vermutung, wird man sich dann irgendwie gleich angucken müssen. Ganz kurz, ich habe hier, ich sehe gerade, ich habe das Volumen gar nicht drin. Moment, ich muss mal hier kurz umschalten. Was haben wir denn aktuell für einen Kontrakt? M23, ne? Und ich kann ich aber auch. Ich habe das hier nur gerade weggemacht, nicht, dass hier irgendwas aufpoppt, was man nicht sehen will bei FX-Wert. So, ich habe hier jetzt nur gerade den FDAX dazugegeben in der Übersicht und baue mir den hier oben jetzt ins Volume Mapping halt mit rein. Das heißt, ich suche mir hier den FDAX da unten raus. Und das heißt, ich hole mir jetzt das Volumen aus dem Future und packe mir das hier drüber, und zwar inklusive Orderbuch. Und das führt dann eben dazu, dass halt Volumenglocke und alles, was dann halt eben gleich nochmal zu sehen ist, dass das halt eben aus dem Future kommt und nicht aus dem CFD und vor allen Dingen halt das Orderbuch. So, das heißt, wenn wir jetzt hier mal mit einem kleineren Timeframe mal kurz anfangen, das ist der M5. Ich muss jetzt natürlich gucken, wo komme ich denn hier überhaupt in den Markt rein. Was habe ich denn hier für lustige Darstellungsfehler? So, das heißt, wir drücken hier, das ist jetzt die letzte Stunde, wir drücken hier die ganze Zeit nach oben. So, natürlich mit Volumen, das halt nicht so hoch ist wie jetzt um 9 Uhr, wenn es jetzt halt losgeht. Das heißt, sollte man jetzt auch nicht unbedingt überbewerten. Also ist wie gesagt eh nur der M5. Ich wäre aber schon dafür, hier erstmal einen Rücklauf zu suchen und dann halt zu gucken, wie man da long reinkommt. Im H1, eine Minute haben wir noch. Ich muss ja auch nicht unbedingt direkt mit dem ersten Tick da rein, wobei das natürlich schon nett ist, wenn einem das gelingt. So, der H1, der sieht so aus. Hier sieht man es, die 8-Uhr-Bewegung nach oben. Hier ist die 15.000 in Orange. Und da sieht man, er läuft da halt hier gegen diverse, ja, Widerstände. Ne? Wobei hier, das sind allerdings relativ kleine Geschichten. Was mir jetzt hier so ein bisschen auf den ersten Blick auffällt, ist, auch ganz profan, SMA20 würde unter der 8-Uhr-Eröffnung liegen. Dorthin zu dippen und dann nochmal hochzuziehen, wäre natürlich nett. Ob das aber dann so funktioniert, da steht auf dem anderen Blatt, wenn die Wohle aber natürlich so ist, wie gestern, dann könnte das zurzeit tatsächlich auch gelingen. So, jetzt haben wir hier Öffnung, zuckt erstmal kurz hoch und drückt erstmal nach unten. So, würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt, naja, wohl könnte man schon irgendwie mal vorne reinspringen. Aber es ist jetzt auch nur die erste Zuckung. Mal kurz warten, ob da was hinterherkommt. Und dann kann man das ja im Zweifelsfall immer noch machen. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich eher dafür, da einen Long zu suchen. Und der wäre hier unten auch im 1-Minuten-Chart unter. Will nicht so richtig, ja. Ja, unter dieser Kurve. Das heißt, hier Future Open, der liegt auch da unten. Und das heißt, wenn ich das nochmal hier im Stundenchart nochmal irgendwie kurz aufmache, dann liegt mein Level, wo ich hin will, am liebsten zur Reaktion unter 15.000. Das heißt, 14.991. Hier ist dieser Außenstabskasten zu Ende. Das heißt also, 14.000, was ist das? 900 und paar 80. So, das wäre natürlich
So das liebste Ding, ne? Ob er mir das dann halt eben auch macht, das steht natürlich auf dem anderen Blatt. So, aber das wäre auf jeden Fall genau dieser Bereich, ne? Den ich auch gerade hier so ein bisschen vermutet habe, eben die Future-Eröffnung da unten. So, die Skalierung, die macht mich irgendwann noch fertig hier im MetaTrader. So, ne? Das heißt also, ein netter Dip kurz hier runter. Das wäre jetzt so mein Wunschszenario. Ob das gelingt, steht natürlich auf dem anderen Blatt. So, weil dazu müsste eben auch aus der bisherigen Value Area halt hier raus. Ne? Die ist halt hier in Blau dargestellt. Und sich darunter auch mal kurz behaupten. Das heißt, könnte ein bisschen dauern. Genauso gut kann es jetzt natürlich sein, dass wir hier ab hier direkt weiter raufziehen. Aber wahrscheinlich auch nicht ohne hier einen Zwischenstopp im 5 Minuten. Was wir halt hier sehen, sind auch, ich habe überall mal wieder die Außenstäbe reingepackt über das Priax-Addon. Das heißt, er müsste zuerst mal den hier rausnehmen, den roten wieder sich darüber stellen. Und das heißt, wenn die jetzt hier die 5-Minuten-Kerze, also würde die jetzt hier oben irgendwo schließen, würde ich mir versuchen, einen Rücksetzer hier unten zu holen und dann long reinzugehen. Ja, das ist natürlich auch keine Garantie, dass das gelingt, weil es auch natürlich immer davon abhängt, ob dann halt auch Algos dahinter stecken, die das Ganze in der Form dann halt eben auch verfolgen. Aber oft ist es eben so. Hauptsächlich, aber eigentlich mehr bei den US-Märkten, muss man auch dazu sagen, dort ist es ein bisschen verlässlicher. Das heißt, wenn man da so eine Struktur sieht, wie jetzt hier, ne, immer nur blau, 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 blau. Und wenn die dann einmal gebrochen ist, dann ist die meistens dann auch kaputt und wird auch erstmal in die andere Richtung fortgesetzt. So, momentan sehe ich das aber hier ja auch. Ja, wir haben halt hier, wenn es auch 8 Uhr war, aber eine Struktur, die halt eben sich gedreht hat. Wir haben jetzt hier eine Fortsetzung davon. Und wenn das jetzt hier Bestand haben sollte, und dann wird sich das halt hier nochmal bestätigen. Heißt aber auch umgekehrt, wenn die Struktur jetzt eben nochmal nach blau gedreht wird, also nach long, dass ich dann auch erstmal draufsetzen würde und man da bauen würde, dass die dann eben auch hält. Oder halt eben jetzt auch die Fortsetzung rot. Dann kann man sich sogar überlegen, ob man da nicht mal kurz Short reinspringt und versucht, das bis hier runter zu handeln. Bis jetzt ist die Vola ja tatsächlich überschaubar. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Und sondern dass wir da so einen Anschluss kriegen an gestern, wobei gestern war natürlich schon extrem, ne? Das war ja irgendwie ein paar hundert Punkte runter und rauf. Und aber wir haben ja heute Webinar, da ist das natürlich auf gar keinen Fall so, sondern es ist ja immer nur dann so, wenn wir kein Webinar haben. Dann gibt es Vola. Und das Dienstagswebinar, das hat es irgendwie letzter Zeit, ist das so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Immer wenn ich damit drohe, dass wir das Webinar nicht mehr machen am Dienstagmorgen und dann haben wir anschließend eine Vola, die sich gewaschen hat und die man auch handeln kann. Und wenn ich nichts sage, so wie heute, dann haben wir hier eine Range von 5 Punkten. So ungefähr haben wir das ja jetzt bisher. So, aber mal gucken, wenn die ersten 5 Minuten um sind. Vielleicht kann man ja dann tatsächlich mal hier einen Trade mal irgendwie aufsetzen. Und ich werde dann halt dafür, dass man sich versucht, darunter dann eben auch eher einstoppen zu lassen. Das heißt also hier in dem Bereich, ne, erstmal mit einer kleinen Position mal starten und dann mal gucken, was passiert, wenn er das überhaupt macht. Ne? So. Aber wenn er jetzt darüber schließt, wie gesagt, unverändert, darf sich mal kurz mit dem roten Kasten hier auseinandersetzen. Eine Sekunde haben wir noch für drüber, ist aber immer noch nicht erledigt, hängt sich aber hier auch am SMA 20 im M5 auf, wobei der natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen hat, also immer dann nur so für kurze Runs. Also momentan sehe ich noch nichts, was man da tun könnte. Ich hoffe, das ist nicht zu klein, aber ich brauche halt echt immer so einen Überblick über alle möglichen Timeframes, um mich da zurechtzufinden. Und deswegen kann es halt auch schon mal sein, dass halt die Kerzen so ein bisschen kleiner werden. So, dann gucken wir mal. Also, ne, hier oben jetzt nochmal, da habe ich ja gesagt, der wäre halt eher Short rein, auch wenn das Ding jetzt hier grün ist, aber will ich jetzt mal machen. Ich gehe jetzt mal Market, gehe ich mal rein hier und würde dann versuchen, ne, weil er jetzt hier eben auch gerade im Impuls relativ deutlich nach unten drückt, mal gucken, ob das so bleibt. Ob er das behaupten kann. Aber kann natürlich auch sein, dass die dann jetzt wieder hochziehen und hier, wir hier oben noch so ein bisschen gammeln. So, beim DAO weiß ich aber eben im Hinterkopf, der ist an meinem roten Level gescheitert.
der sollte jetzt hier nicht unbedingt derjenige sein, der uns einen Strich durch die Rechnung macht, ne? Weil der wird da wahrscheinlich auch Luft holen und erstmal kurz korrigieren. Und weil die Korrelation ist natürlich ja auch immer so ein Punkt, das heißt also, wenn der Dow jetzt irgendwie abgeht wie Rakete, dann wird uns das wahrscheinlich hier bei Short nicht helfen. Ne? Wobei hier Short muss man jetzt auch klar sagen, ne? Das ist jetzt eigentlich nur ein Scalp kann das werden. Ne? Das wird keine große Reise. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ich versuche ja nur jetzt hier mal kurz den aktuellen Impuls mir hier einzufangen. Und der ist zumindest jetzt erstmal im 1-Minuten-Chart auf Korrektur. Und dann eben auch ganz schnell wieder rauszukommen. Ne? So, kann aber natürlich auch trotzdem sein, dass die ganze Geschichte hier nicht funktioniert. Der kann auch nochmal hier rauf. Ja? Aber wie gesagt, ich gehe trotzdem davon aus, dass der jetzt nicht einfach komplett nach oben durchballert, sondern dann halt hier schon nochmal irgendwo eine Pause einlegt. Deswegen habe ich den Stop auch erstmal ein bisschen weiter. Das heißt, der kann nach oben spiken, würde dann hier irgendwo scheitern und dann hier wahrscheinlich nochmal irgendwie, ne, wenn er sowas halt macht. Dann wird er halt wahrscheinlich hier nochmal hin zurückkommen, bevor er dann halt weiterlaufen läuft. Und dann kann man das Ding dann auch drehen, wenn es sein muss. Ne? Das wäre halt denkbar. Ja? Das wäre natürlich jetzt nicht das, was ich mir wünsche. Was ich mir wünsche, ist ja einfach nur das. Ne? So, aber ist ja nicht unbedingt der Markt, dem ist ja ziemlich egal, was ich mir wünsche. Von daher muss man sich auch darauf einstellen, was passiert, wenn es eben genau anders kommt. Ne? Ich glaube, ich habe im letzten Webinar den Fehler gemacht, dass ich halt wirklich dumm gedreht habe. Also das Webinar ist zwar noch im Plus aufgegangen, aber ich habe dann nachher auch gedacht, Alter, was hast du denn da dir zurecht gedreht? Ne? Das geht ja gar nicht. Und aber gut, man darf ja auch mal Fehler machen. Und aber ich habe es ja dann nachher tatsächlich dann ja auch noch so hinbekommen, dass die Geschichte aufgegangen ist. So, ne? Er versucht sich hier, das sieht man ja gerade, darüber halt zu stellen. Aber wie gesagt, wenn die Vola so bleibt, habe ich da keine Schmerzen mit. Wenn die Vola jetzt natürlich hochgehen sollte, dann muss ich hier mal kurz irgendwie auf Pause drücken, beziehungsweise nicht auf Pause, sondern mal kurz die Nummer glattstellen und dann mich halt mal eine Runde neu sortieren. Ich hoffe es nicht, ja, aber man weiß es ja trotzdem nie. Also was mir halt hier jetzt natürlich auffällt ist, also generell stehen wir hier relativ hoch, wir sind da mit schlappem Volumen raufgelaufen, wir stehen über der 15.000, das ist natürlich erstmal, also über 15.000 ist erstmal bullisch, aber auf der anderen Seite schlappes Volumen heißt eigentlich zu teuer, ne, hier oben. Und der darf schon irgendwie im Laufe des Tages halt long gehen, aber ich wäre jetzt schon ein Freund dafür, dass wir jetzt zuerst mal korrigieren und dann halt eben rauflaufen, weil es unten eben ja auch billiger ist, ganz profan ausgedrückt. Ne? Aber trotzdem, ne, nicht jetzt irgendwie die Oma drauf verwetten, sondern dann halt lieber, wie ich es ja halt ganz gerne mache, erstmal rein skalieren und dann halt mal gucken, was dann damit halt eben passiert, ob man das hinkriegt. So, aber hier mit einer Range von irgendwie 2, 3 Punkten finde ich natürlich nicht so klasse. Ne? So, das heißt vor allen Dingen, wenn der jetzt hier drüber geht, vorausgesetzt die Struktur im M5 hat auch irgendeine Relevanz. Das heißt, dann hier drüber wäre dann auf jeden Fall der nächste Short. Und hier oben, jetzt habe ich am Morgen schon wieder so einen trockenen Hals hier. Was ist das immer? Ne, weil das ist eben der Bereich hier. Ja, der unten, der war ein bisschen früh, da hätte man vielleicht auch mal kurz warten können. Aber ich dachte, er drückt jetzt irgendwie da durch, hat er dann aber nicht. Ne? So, das heißt, ne, deswegen, daher kommt jetzt hier oben der. Die Idee für den nächsten Short, weil ich natürlich auch sehe, dass der M15 sich hier aufbäumt, aber da hätten wir halt eben auch einen Strukturbruch. Ja, ich weiß, das sind jetzt erstmal neue Begriffe, aber es ist eben auch ein Ansatz, mit dem man in der Regel ganz gut zurechtkommt. Der wäre dann halt hier bei der 9,5. Ich hoffe, man kann verstehen, was ich hier überhaupt meine. Ne? Hier oben auch. Struktur aufgebrochen, M15 nach unten bei der 15.095. So, und das liegt ja auch genau hier. Von daher passt das jetzt erstmal zusammen. So, der Stop gehört dann natürlich irgendwo da oben drüber. Ich würde ihn hier skalieren bis irgendwie 10 Kontrakte im schlimmsten Fall. Und von daher bin ich jetzt hier mit einem Viertel unterwegs. Und da oben wäre es die Hälfte. Mehr weiß ich nicht, ob ich den jetzt dann halt wirklich da komplett halt machen
möchte. Mal gucken, ne? Aber nur das halt eben zur Größenordnung, die man halt hier jetzt sieht. So, da oben sieht man, ist genau dran gelaufen, ne? Den hätte man auch direkt da oben nehmen können, aber okay. Ne, sieht man ja hier. Also müsste eigentlich auch rot sein. Gucken, ob man das so erkennen kann. Also, wenn jemand nicht folgen kann, ihr seid so still. Was ist da los? Irgendeiner sitzt im Bus. Was? Wer sitzt im Bus? Welchen Bus sitzt du denn, Lutz? Im Shortbus oder im Longbus? DAX-Bus. Im DAX-Bus. Okay. Nach Süden. Ja, siehst ja, ne? 9 Uhr im Bus, fährst du auch erstmal rückwärts. Der Werner auch Short, alle Short. Wenn wir alle Short sind, kann es ja nur noch gut werden. Nein, aber wie gesagt, ich will gar nicht so wahnsinnig weit, ne? Sondern nur halt eben so ein paar Pünktchen und da stellt er sich ja auch schon gerade ganz schön damit an. Ob das dann wirklich so gelingt, who knows? Ne, weil das Ding ist ja halt, nochmal, ne? Ich habe nicht vergessen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wenn der hier die Struktur hier aufbricht nach oben und sich da oben drüber aufstellt, würde ich da oben Long suchen. Das heißt, ich werde dann jetzt hier tatsächlich, sollte es so kommen, ja, vor die Herausforderung gestellt, das Ding dann da oben drehen zu müssen. Ne? Das kann passieren. So, ich habe noch irgendwie 2 Minuten, um rauszufinden, ob das so ist. Dann wird es eine anstrengende Nummer. Aber ich werde das machen. Das heißt, ich werde dann halt hier oben anfangen zu drehen. Nach Long jetzt auch nicht unbedingt dann sofort mit dem ganzen Paket, sondern dann auch mir das erstmal angucken. Aber das war ja halt der erste Ansatz. Ne? So, aber momentan sieht noch, macht der Dau, mal kurz parallel drauf gucken. Ja, hängt hier, ist ja ne, hier oben an dem roten Level auch erstmal gestrandet. Also, der sieht für mich auch aus. Das könnte ein Dip machen, irgendwie bis irgendwie 9:30 oder so und dann eben nochmal nach oben ziehen. So, ja, guck mal. Für Skyping war das schon ziemlich gut hier oben, die 089. Ja, da war ich ein bisschen schnell. Ne? Wäre schon gut gewesen, hier oben erstmal abzuwarten. Aber okay. So, mal gucken, ob ich den hier unten noch irgendwie ein bisschen skaliert kriege und nicht hier nur mit einem Viertel rumdackel, sondern wenigstens irgendwie mit der Hälfte hier ein paar Punkte zusammenkriege. Aber wichtig ist jetzt erstmal, dass das Ding aufgeht, ne, weil er hängt ja hier einfach so in einer kleinen Range über der Eröffnung rum und kann natürlich jetzt auch noch mal immer noch mal eins oben drauf setzen und mich dann immer noch hier oben abholen. Ne? Aber erstmal ist es natürlich eine typische Eröffnung zum Live-Trading-Webinar. Ja, da kommen noch wieder die Kommentare. Schlag mich, wenn ich im DAX, wenn ich in DAX handle. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Aber gut, solange ich weiß, was ich tue. So, das meinte ich, ne? Der kann ja trotzdem noch mal hier rauf. So, noch ist nichts passiert, außer dass wir jetzt hier jetzt erst eine grüne M15 haben, die aber jetzt genau hier oben auch in den gleichen Problembereich erstmal reinkommt und der hier hat nicht drüber geschlossen. Wie ich bin raus, plus 20. Wie kannst du raus sein, plus 20, Lutz, wenn du um 9 Uhr Short warst? Der ist nicht 20 Punkte nach unten gelaufen. Aber das hilft auch keinem, ne? So irgendwie. Dann im Nachhinein sozusagen, ja, ich habe das gemacht, wenn es vorher nicht irgendwie angekündigt war. So, also, der hier könnte jetzt ein bisschen anstrengend werden. Ich muss den jetzt leider hier raufziehen, weil der hier oben spiken kann. Der wird wahrscheinlich nicht da oben durchlaufen. Der kann aber da oben rein spiken. Wie gesagt, was ich hier brauche, um das Ding halt das Ding nach Long zu drehen, ist mindestens hier ein Bruch von der Struktur im M5, ja, damit ich darauf halt vertraue, dass das funktioniert. So, bei der M15, da ist er ja gerade erst dran, sich mit den Highs da oben zu beschäftigen.
Machen den Pfeil mal hier weg, der irritiert mich hier völlig jetzt. Da ist er noch dran, sich damit zu befassen. Und das heißt, der kann genauso gut, kann das jetzt hier der Spike gewesen sein in den Bruch vom M15 und kann dann jetzt eben ab hier runterziehen. Das heißt, nur weil der jetzt hier rein spiket, ist der noch nicht long. Man sieht ja auch, hier kommt noch Widerstand. Aber die Frage ist jetzt, so, wer macht jetzt hier das Rennen? So die manuellen Händler, die irgendwie um 9 Uhr den Kaffee verschüttet haben oder halt eben die Algos, die 24 Stunden laufen. Ich baue halt immer ganz gerne auf die Algos, weil man die natürlich auch wesentlich besser einschätzen kann, als jetzt irgendwie die Laune von irgendeinem, der da sitzt und unter Stress irgendwelche Positionen irgendwie vielleicht in den Markt bringen muss, ja, oder gut, es sind natürlich auch letzten Endes irgendwelche automatisierten Geschichten, aber trotzdem, die sind nicht unbedingt so organisiert wie Algos, die jetzt eben 24 Stunden durchlaufen. Und das sind eigentlich eher immer so meine Freunde, weil die sich halt einfach natürlich rein mathematisch dann immer betrachten lassen und sich damit auch besser einschätzen lassen. So, aber klebt jetzt hier erstmal. Gucken, ob wir den Rücklauf jetzt noch kriegen oder ob jetzt hier wirklich der M5 da alles wegbügelt und die ganze Geschichte nach oben abhaut und wir dann eben ab hier direkt auf 273 laufen. Das heißt, ab hier oben, ab den Hals, spätestens da wird es dann natürlich eng, keine Frage, auch wenn das hier noch nicht irgendwie umgebaut ist, ja, auf grün. Aber mal gucken. Mal gucken, was er dazu sagt. Was sagt der Daug? Der klebt einfach auch nur wieder hier oben an seinem Widerstand erstmal. Ja, aber für meine Begriffe, das hätte schon noch Zeit. Das muss nicht unbedingt jetzt gleich irgendwie so vor 9:30 schon starten, die ganze Nummer. Daher sagt das jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel aus, ne? So, aber wie gesagt, wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Auch klar. So, gehen jetzt hier erstmal an die Highs dran. Sollte jetzt nur nicht unbedingt direkt übertreiben, ne? Das wäre so ein bisschen mies. Das wäre so ein bisschen mies. Ja, das ist halt, ne? Wenn man im Longtrend irgendwie Short handelt, dann kriegt man halt schon einmal auf, gerne mal aufs Dach, ne? Jetzt auf den Deckel. So, jetzt mal kurz hier oben noch einen rein an den Highs. Und der M15, wenn der jetzt so stehen bleibt, dann haben wir natürlich genau das, was ich vorhin meinte. Dann ist das Problem eben da, dass der dann halt auf grün bzw. blau, was auch immer hier getrimmt ist. Und dann ist man halt eben, sieht man sich der Herausforderung gegenüber, dass man das Ding halt irgendwie drehen muss. Ne? Aber noch ist es nicht. Wir haben noch irgendwie 30 Sekunden. Der kann auch noch immer runterkommen. Wir werden sehen. Ja. So, aber nur Scalping wäre ganz klar besser gewesen, hier nur diese Punkte zu handeln. Ne? Die 098, die 95 und auch hier oben das High. Da ist halt ziemlich einfach, ein paar Punkte, wenn es auch nur 5 oder 10 sind, da halt zusammenzukriegen. Ne? Sieht man ja. So, aber hier, der bäumt sich jetzt hier natürlich schon ganz schön auf. Sekunde. Ich habe den Mute-Knopf gerade nicht gefunden, sorry. So, das heißt, hier haben wir jetzt genau das, was ich befürchtet habe. Dass er sich nämlich jetzt hier einmal umgedreht hat. Der M15 noch nicht, der hat noch lange Zeit. Steht aber auch da halt eben oben an der Kante. Aber wenn jetzt natürlich hier Volumen reinkommt und die Geschichte nach oben wegdrückt, dann ist doof. Dann ist doof. Mal gucken, ob wir hier jetzt einen Rücklauf kriegen. Wenn, dann wäre der halt wahrscheinlich bis halt hier an den Anfang von der 091. Und ab dort, das wäre dann relativ exakt am Break-Even. Und da kann man sich dann halt überlegen, ob man die Geschichte dreht. Mal gucken, ob das gelingt. Was sagt der Dow? Klebt auch immer noch da oben. Okay. Ja, da gucke ich halt natürlich schon immer so ein bisschen gerne drauf, was der eben macht. Und halt eben, weil wir ja die Korrelation
ja, da auch logischerweise halt haben, ne, und die man nicht irgendwie ganz außer Acht lassen soll. Aber ich habe hier, sorry. Ja, da bleibt einem schon mal die Spucke weg, ne? So, ne, das ist natürlich jetzt, er sollte jetzt nicht unbedingt da oben komplett durchlaufen, dann braucht man da meines Erachtens auch nicht mehr dagegen zu halten. Aber halt, weil jetzt hier oben drehen, das ist, glaube ich, so ziemlich die schlechteste Idee, ne? Also da jetzt einfach zu sagen, na gut, da gehe ich halt long. Am High, das kann schon mal funktionieren, ne, aber ist dann doch eher risky. So, jetzt kann man mal kurz gucken. Ich mache den mal ganz kurz hier vom R2 mal weg. Aber ich skaliere das Ding jetzt nicht zu Tode, ne? Das habe ich ja von vornherein gesagt. Sondern gucken wir es eher später nochmal an. So, da habe ich ja vorhin gesagt, ne, auch im Daily, da haben wir noch einen kleinen Widerstand. Ob der dann relevant ist, steht auf dem anderen Blatt. Das wäre die 156. Da sind wir mal noch ein paar Meter davon entfernt. Ne? Das wäre hier oben. So, in dem Bereich, da wäre halt der Daily-Widerstand. Kann man es ja auch mal hier kurz einzeichnen. So, und damit man auch da die Orientierung hat. Aber jetzt hier einfach weiter drücken ist natürlich echt mies, ne? Das war jetzt nicht unbedingt so mein Plan, dass der direkt halt hier die Struktur in einem Stück aufbricht, und zwar genau da, wo es am wenigsten passt, ne? Das war natürlich dann jetzt Mist, wenn das jetzt nicht aufgeht. So, aber so viel zu einfach Short, ne? So viel zu einfach Short. So, aber der Dow ist immer noch damit beschäftigt, hier oben über den 300 das NFP-High irgendwie aus dem Weg zu kriegen, hat er auch so seine Probleme mit. Von daher schauen wir mal. Da ist noch nichts gegessen. Da muss man mal kurz die Füße stillhalten. Und mal gucken, was da jetzt passiert. Ja, auf der anderen Seite ist genau der Bereich hier oben vielleicht auch zu offensichtlich, zu einfach. Wir werden sehen. Also was mich natürlich jetzt nach wie vor halt hier, was ich immer noch auf dem Schirm habe, ist eben ganz klar, so klicke ich heute immer auf den falschen Knopf, ist halt eben der rote Kasten im M15. Der ist halt noch nicht durch, ja. Und das Ding ist für meine Begriffe erst long, weil der M15 immer so der erste bisschen größere Timeframe ist oder der erste, wo man halt auch so eine Richtung ein bisschen genauer ausmachen kann, ist der M15. Und da sieht man, da klebt er eben auf der Oberseite vom Kasten. Und hat damit jetzt gerade schon so seine Probleme. Ne? Und das heißt eben auch, der M15 hat ja noch 5 Minuten hier voll zu machen. Das heißt, er kann genauso gut den Kasten hier komplett nach unten wegdrücken, sodass wir halt gleich nochmal bei der Eröffnung stehen. So, ich lasse die auch mal kurz weg und gucken wir jetzt, versuchen mal anzugucken. Also ich hoffe, das Ding hält so lang, was jetzt halt eben 9:30 Uhr, wo die Nummer dann steht. Ob das wirklich hier gedreht werden kann. Aber erstmal brennt ja nichts an. Also das wäre jetzt auch nicht untypisch, ja, dass er halt eben auf dem letzten Drücker, also der Dow macht sowas zum Beispiel gerne, in so einer Struktur auf dem letzten Drücker dann halt eben plopp auf die letzten paar Sekunden dann eben nochmal auf Anfang komplett geht und dann die Geschichte halt andersrum auflöst. Aber der DAX ist eben nicht der Dow. Ne? Von daher, don't overrate. Knopper, das werden sie schon richten. Ja. Das ist halt immer die Frage, ne? 9:30 Uhr, 9:30 Uhr in Deutschland. Das ist halt eben genau der Zeitfaktor, ne? Der manchmal so ein bisschen schwierig einzuschätzen ist. Aber ich finde trotzdem halt, dass diese Strukturen, die man in Außenstäben halt immer wieder sieht, dass die schon hilfreich sind dabei, ne? Aber drückt schon ganz gewaltig hier oben irgendwie rum und will da unbedingt raus, so wie es aussieht. Ne? Hier jetzt irgendwie ein Aufsetzer auf der Value Area.
Wobei die natürlich jetzt auch so mit Vorsicht zu genießen ist um die Uhrzeit, weil halt einfach noch nicht viel passiert ist heute. Ne? Das heißt, die Value Area, 70% dessen, was halt eben gehandelt wurden, zeigt sich in der Value Area hier. Und heute wurde ja noch nicht viel gehandelt. Das heißt, je länger der Tag wird, umso relevanter wird die natürlich dann halt auch. Ne? Aber trotzdem könnte schon sein, dass wir hier eine Trendfortsetzung nach Volumen kriegen. Das heißt also hier raus aus der Value Area raufgesetzt, oben auf dem Hoch und dann halt eben weiter. Könnte sein. Ob man jetzt hier oben, wie gesagt, man kann die 50 natürlich da oben nochmal handeln. Das wäre natürlich so der Klassiker, wo man sagt, ja, ausgestoppt und dann runter. Kann sein. Aber mir wird das zu teuer, ne? Also da jetzt irgendwie halt komplett da drin zu bleiben, da sage ich dann lieber, okay, lass es mal. Und guck dann später nochmal. Was treibt der DAO eigentlich? Der versucht auch echt mit Gewalt da drüber, okay. Ich sage, da hatte ich gerade irgendwie den Long hier noch gehabt, den habe ich dazu gemacht. Aber das hier ist irgendwie nicht nett, dass der jetzt so nach oben hier tatsächlich wegdrücken will. Ja, sieht aber leider so aus. Also den R2, den findet der DAX ja immer total spannend. Da war ich jetzt so ein bisschen spät. Das ist ja eigentlich so ein Widerstand im DAX, der für Scalping immer ganz gut funktioniert. Also auf Stunde gerechnet, der Pivotpunkt. Wo gerne mal das Maximum ist und der Markt dann eben auch gerne mal dreht. Deswegen habe ich den jetzt hier nochmal dazugegeben. Ne? Das war jetzt nicht blind. Ich hätte ihn nur da drüber halt reingeben müssen und nicht jetzt hier irgendwie manuell im Rücklauf, sondern hier oben als Limit. Ja, ich wollte ihn eigentlich gar nicht so hoch skalieren, also bis auf 10 Kontrakte, aber gut. So, heißt halt auch immer noch, sollte er das hier unten nochmal bestätigen, die 092, dann wäre die Nummer halt auch ein Plus, aber wenn er jetzt hier oben durchdrückt und dann machen wir da einen Haken dran. Dann kommt da jetzt ein Haken dran, ja, das war nix. Toll. Bin begeistert, nicht. Ja, fand ich halt jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen, weiß ich nicht. Da muss ich mir irgendwie nachher auch nochmal irgendwie angucken, was ich da von dem Trade halte, den ich da gemacht habe. Also hier oben, ne, ich meine, ich geb mal einen kleinen hier nochmal rein, ja, weil das natürlich jetzt auch hier so ein, ich auch sehe im H1 ist halt auch ein Widerstand. Und weil er hier jetzt irgendwie relativ schlapp nach oben gedrückt ist, aber das könnte natürlich jetzt ein Phishing, wirklich ein dummes Phishing gewesen sein an der falschen Stelle. Deswegen bin ich da noch mal kurz drin. Aber ich überlege nur gerade, ne? Also so irgendwie würde ich den Trade noch mal so machen. Da muss ich halt tatsächlich sagen, ja, ne? Weil das war für meine Begriffe jetzt nicht so wirklich plausibel nachvollziehbar, dass er das in dieser Form jetzt nach oben aufgebrochen hat. Finde ich so ein bisschen befremdlich, ehrlich gesagt. Auch wenn es ja DAX ist und wir nicht unbedingt die besten Freunde sind. Aber das ist irgendwie so eine Geschichte, die sieht für meine Begriffe schon sehr, sehr abgefahren aus. Auch der DAO läuft jetzt hier erstmal nur an seine Widerstände dran. Was ist denn hier passiert? Da hat sich irgendwas verabschiedet. Ne, weil nochmal, also ich lasse den hier oben mal kurz in der Nähe von der 4,5, den Stop, nicht für 4,5, sondern hier oben von dem Daily Level, die 5,6, das mal kurz da liegen. Also nochmal, ne? Würde ich den Trade nochmal so machen? Ja, ist zwar gegen den großen Trend und gegen die Richtung, wo ich eigentlich hin wollte, aber hier unten Struktur, ganz merkwürdig aufgebrochen worden, ne? Normalerweise
Also hier sieht man, hier, um das nochmal zu erklären, also hier M5, ne, in Rot. So, dann hängt er sich da unten irgendwie auf, schließt dann kurz davor und gar nicht mal drüber, sondern schließt den nächsten dann direkt mit über dem nächsten roten Teil drüber. Also normaler Verlauf wäre eigentlich, dass er halt hier eben so knapp drüber schließt und dann dahin zurückläuft und dann kann man halt hier in Ruhe drehen und kann das Ding dann halt eben auch nach Norden ziehen, ne? Weil ich habe ja auch ganz am Anfang gesagt, wenn wir hier in Grün oder Blau drüber schließen, würde ich das Ding nach Long drehen. Aber logischerweise ja auch nicht hier am Hoch, ne? Das war natürlich nicht unbedingt, finde ich so ein bisschen außergewöhnlich, soll auch keine Ausrede jetzt sein, ne? Sondern wenn ich irgendwie was dumm handle und dann sage ich ja halt auch immer, ne? So, okay, war irgendwie nicht so klasse, ne? Also, aber ist jetzt hier, finde ich tatsächlich nicht, ne? Und es gibt ja halt auch mal Sachen, die nicht aufgehen. Aber von daher, aber das ist einfach nur jetzt einmal dann halt nicht aufgegangen. Würde ich nicht überbewerten, ne? Wirklich nicht. Also wie gesagt, ich kann jetzt nicht irgendwie Riesenfehler entdecken, außer, nee, eigentlich auch nicht, ne? Gut, wir haben hier das Level hier das kommt aus dem Live-Chart hier oben. Ne, die 146, da hat er jetzt irgendwie genau dran gestoßen, läuft hier unten auch in den Widerstand rein. Das heißt, es kann immer noch komplett kippen, aber der hätte das jetzt nicht unbedingt am Stück da oben machen müssen, sondern hätte die Drehung halt auch anders hinkriegen können. Ich gehe da nochmal rein auch, ja. Und weil das hier oben tatsächlich einfach nur Phishing gewesen sein kann. Und man, ne, sieht ja hier der R2, einfach nur einmal kurz, zack, bupp, und dann wieder drunter. Und würde natürlich auch zum Daily 156 passen, aber so ein Riesenshort wird es trotzdem nicht, ne? Sondern das wird halt auch nur ein paar Punkte, aber jetzt da oben drüber, dass er da einfach wegrennt, das glaube ich nicht, ne? Also dafür sieht das hier wieder für meine Begriffe zu schlapp aus, ne? Also was dann hier oben nach gedrückt worden ist. Klar, im M5 ist er halt immer noch irgendwie unverändert im Aufwärts Impuls, aber würde mich wundern. Würde mich sehr wundern, wenn wir jetzt da oben einfach abhauen. Glaube ich nicht. Ja, deswegen halt hier auch mal kurz nochmal todesmutig nochmal rein. Ja, wobei trotzdem, man darf so seine eigenen Thesen auch nie vergessen. Also wenn der jetzt irgendwie weiterläuft und nicht aufhört, dann liegt es daran, dass er halt eben das Daily Target bei 273 unbedingt am Stück irgendwie voll machen will, ne? Dann ist es halt so. Und dann weiß ich aber auf der anderen Seite, ab wo ich dagegen halten kann. Das wäre nämlich tatsächlich dann die 273, aber ich sehe es hier noch nicht wirklich. Das hat schon noch Chancen, dass wir nochmal da auf Anfang kommen bis um 10 Uhr, auch wenn ich das Webinar eigentlich immer gerne bei einer Dreiviertelstunde irgendwie halte. Das sind wir alle so gewohnt aus der Schule, ne? Aufmerksamkeitsspanne 45 Minuten maximal pro Einheit. Und die sind jetzt gerade um, also machen wir hier einmal kurz nachsitzen. Einmal eine Runde nachsitzen. So, was sagt der hier? Der sitzt hier oben auf. Bisschen schwierig hier. Also so ein bisschen was dagegen darf natürlich jetzt schon mal irgendwie kommen, ne? Wenn das hier noch ein paar Punkte irgendwie bringen soll. Viel muss es ja nicht sein, ne? Aber einmal halt hier nochmal da unten in dem Bereich da rein von der 100 und dann haben wir sehen, ob wir dann auch nochmal auf die Eröffnung draufkommen oder halt nicht. Aber momentan ist es halt ganz klar gegen den Impuls, ne? Von daher halt auch nicht ganz ungefährlich, ne? Das ist klar.
Also das ist jetzt halt einfach, also das Ding ist halt auch immer das, welchen Trend sucht man sich aus, ne? Hat man irgendwie halt so den kurzfristigen, den ganz kurzfristigen, oder hat man nur den übergeordneten, ne? Weil jetzt könnte man hier auch sagen, ja, handelt sich ja voll gegen den Trend. Ja, ne? Ja und nein. Ne? Also gegen den Tick-Trend handle ich hier zum Beispiel schon mal nicht. Ne? Der drückt ja irgendwie gerade nach unten. 1 Minute versucht sich gerade irgendwie nach Short umzubauen. Sieht man ja, ne? Hier ist unten der letzte Support im M1. Und irgendwo fängt es ja halt dann auch immer an. Ne? So, ich bin wie gesagt grundsätzlich hier im Daily auf der Long-Seite gar keine Frage. Ne? Und ich fand es halt nur irgendwie nicht unbedingt mehr das richtige Level hier oben, da halt auf Long zu gehen, sondern würde halt eigentlich gerne lieber tiefer ansetzen dürfen, um dann zum Ende des Tages dann halt eben Long da oben rauszukommen. Ne? So, und deswegen ist halt immer so die Frage gegen den Trend. Also wenn man es dann so sieht, ne, jeder Short ist dann ausnahmslos gegen den Trend, ne? Weil da kann man ja immer sagen, ja, Jahreschart ist Long, ne? Oder 10-Jahreschart. Also irgendwas ist immer Long. Und aber halt eben im Daytrading ist man dann halt im M5, M1 oder was auch immer mit Short dann schon mal irgendwie auf der richtigen Seite. Heißt aber dann nicht, dass man halt eben den großen Run dann halt kriegt, weil er dann zum Daily passt. Ne? Ich kenne auch Leute, die sind nur Short, ja, und sogar erfolgreich damit. Die suchen sich halt eben nur Scalping-Punkte, die sehr präzise kassieren dann mal halt immer so 5, 6 Punkte Rücklauf und machen halt nichts anderes als das. Ne? Das geht auch. Also, why not? Dann ist man halt eben im Tick-Chart immer unterwegs, ne? Also im Tick-Trend, wenn man so möchte. So, ob der jetzt hier unten aufbricht, ne, und da nochmal tiefer kommt, weiß ich halt auch nicht. Deswegen habe ich hier oben, lasse ich den Break-Even auch mal drin. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie hier großartig was bringt. Kann natürlich sein, dass hier unten nur, ne, der Support, dass das halt schon wieder irgendwie ausreicht. Hier auf dem Niveau. Und die ganze Geschichte dann jetzt direkt wieder nach oben weiterrennen. Ne? Wäre schon möglich. Deswegen lasse ich den mal kurz hier oben auf Break-Even stehen. Auch wenn der jetzt halt hier irgendwie nicht aufgehen sollte. Das kann natürlich sein. Sieht auch so ein bisschen danach aus, als würde der M5 jetzt hier versuchen, nochmal auf letzten Drücker nach oben aufzulösen. Aber gucken wir. Weil das sieht man ja auch ganz oft irgendwie so in der Struktur dann eben mal unten angesetzt und dann halt wieder nach oben weitergezogen. Also finde ich so ein bisschen, ich finde den DAX so ein bisschen befremdlich heute, ehrlich gesagt. Kann natürlich jetzt auch wieder hier passieren, dass wir jetzt einfach nochmal nur an Break-Even laufen und dann halt eben den nächsten Schritt runter. Dann war das halt die Abteilung Webinare, ja, Zeitverschwendung. Ne? So, aber das meinte ich jetzt hier. Ne? Hier unten aufgesetzt und dann versucht er nach oben rauszukommen. Aber ob das jetzt hier wirklich gelingt, nö, ne? Kommt nämlich direkt nichts. So, machen wir nochmal ein Viertel auf hier. Das hätte er dann irgendwie schon am Stück hier für meine Begriffe machen müssen, damit das irgendwie gut wird. Und ich hätte natürlich auf der Minute gesehen, da unten auch direkt kurz vor dem Support auch rausgehen können. Ne? So, und das heißt jetzt hier wahrscheinlich kommt dann irgendwie das Daily Level dann halt voll. Und dann stehen wir wahrscheinlich den Rest des Tages erstmal hier auf der Stelle. So mehr kann ich da jetzt irgendwie nicht wirklich erkennen. Aber dass das Ding hier noch bis um 10 Uhr gewaltig nach oben auflöst, da habe ich so meine Zweifel dran. Weiß ich nicht. Ich sehe es nicht. Weil dafür passt das Timing irgendwie auch nicht mehr. Ja,
Ja, ne? Heiko meint auch, die Außenstab scheint schon wieder zu halten. Ja, das ist, also ich weiß halt nicht, wie das Ding hier noch irgendwie bis 10 Uhr. Ich meine, wenn es im Daily um irgendeinen Punkt geht, dann ist es die 273. Wir stehen bei 123, 125. Wir haben 20 vor 10. Dass der jetzt irgendwie in 20 Minuten 150 Punkte raufrennt, never. Also das wird nichts werden. Und von daher ist meine Vermutung, also eher, dass wir uns jetzt hier dann halt maximal in der Range dann halt jetzt noch bewegen, also bis zum Daily Level darauf. Und wenn er das noch nicht mal hinkriegt, und dann laufen wir eher noch mal auf Anfang, also auf 9 Uhr Anfang, und dann ist die Chance auch da, dass wir eher tiefer ansetzen, nämlich da, wo ich vorhin eigentlich Long rein wollte und die ganze Geschichte dann zum Nachmittag machen. Also so sehe ich das halt, ne, weil ich kann jetzt, auch wenn ich hier natürlich sehe, dass er irgendwie nicht wirklich runter will, ja, aber ich sehe halt eben auch, dass da gerade nichts mehr kommt, ne? Und von daher, wenn er den M1, da wäre er halt jetzt hier, und ich zeichne das mal hier kurz ein. Deswegen habe ich da auch keine Schmerzen damit, den jetzt nochmal aufzumachen. Zur Not auch nochmal ganz, ne? So, hier unten sieht man ja, das ist der Support. Der Kleine jetzt eben im M1. Ne? So, das heißt, wenn der weg ist, würde ich mal tippen, das ist, geht es auch direkt nochmal eine Etage tiefer. Und dann kann man sich den nächsten Punkt irgendwo aussuchen. Und im Zweifelsfalle liegt der halt am Bebop. Das wäre dann halt hier, ne, der volumengewichtete Durchschnitt. Und wo wir dann auch relativ schnell dann wieder stehen, weil der Markt sich ja natürlich, wenn das. Wenn die Brötchen hier oben ausgehen, ja, also wenn das Volumen halt dünn wird, und dann läuft er natürlich dann dahin, wo das Volumen zu erwarten ist. Und das ist dann entweder am Point of Control, den sehe ich jetzt warum auch immer hier gerade nicht, der auf jeden Fall tiefer liegt, und zuallererst mal halt hier zum Bebop. Point of Control ist doch. Und sind dann so die Zweiflungspunkte, ja, so nach dem Motto, wir gucken erstmal, was da los ist, bevor wir hier irgendwelche neuen Entscheidungen treffen. So, und deswegen glaube ich, wenn auch nur hier, hatte ich den gerade gesetzt? Ich kann es vergessen. Okay. So, das heißt, wenn ich auch irgendwie nur hier runterkomme, sollten wir relativ schnell hier am Bebop stehen. Ja, das heißt, das müsste eigentlich dann schon am Stück hier erreichbar sein. Ja, also ab hier bis dahin. Gucken, was gelingt. Also jetzt hier nochmal der Widerstand beziehungsweise der Support im M1. Und da habe ich ja gesagt, wenn der durch ist, da, eigentlich hier hin. Gucken, ob das passt. Na, weil da vorher jetzt erstmal einfach nichts ist. Mal sehen. Ziehen wir mal kurz hier runter, damit man es besser sieht. So. Hier im Buch kommt jetzt so ein bisschen was, haben wir gerade gesehen, so ein bisschen größerer Brocken da halt rein. 34 Kontrakte im Future. So, einmal durchgestochen. Gucken, ob das jetzt wieder halt nur so ein Andeutung, Phishing, whatever. War, glaube ich, aber nicht. So, der M5 hat sich wieder gedreht hier, ne? Von der Farbe könnte dann auch eine Fortsetzung vertragen. Also ich lasse den mal auf jeden Fall kurz drin. Wenn er mich jetzt wieder veräppelt hat, dann meine Güte. Dann weiß ich es auch nicht. So, der schwebt hier über seinem. Also den jetzt zu erklären, hier die. Das rote Level, das würde jetzt zu lange dauern. Ich hatte das ja, wie gesagt, im letzten NFP-Webinar auch schon mal drin. Und das kommt auf jeden Fall aus dem Daily, die ganze Geschichte. Und die ist auch schon uralt, und man sieht halt schon immer wieder deutlich, dass halt solche Levels dann halt eben auch dauerhaft länger funktionieren. Deswegen lasse ich die halt auch immer drin. So, also dann kommen wir hierher. Bis da runter, bitte.
Dann müsste man da halt mal sehen, was passiert. So. TA6, 5 Punkte. Ja, okay. Dann schauen wir mal. So, hier Orderbuch finde ich halt auch gerade nicht so wahnsinnig hilfreich. Hier sieht man jetzt irgendwie 30 Kontrakte so als herausragende Order hier im Block. Man weiß halt natürlich nie, ob das halt irgendwie echt ist oder ob das nicht auf dem letzten Drücker dann rausgezogen wird. Spricht aber jetzt erstmal dafür, für einen weiteren Spike darunter. Und hier unten hatten wir das gleiche. Auch knapp über 30 Kontrakte eben auf der Long-Seite und die waren eben auch hier in dem Bereich, ja. Soweit ich mich erinnere. So, aber ist alles in allem so ein bisschen anstrengend, finde ich. Ein bisschen anstrengend. Weil das Klima halt hier schon wieder. Könnte natürlich echt hier Fake gewesen sein. Dann, wie gesagt, dann gebe ich es für heute auf, was den DAX angeht. Dann ist es halt so, aber ich finde es alles, ja, erstmal ist es immer noch okay. Ja. So, aber könnte natürlich jetzt halt logischerweise halt auch bedeuten, wenn man das ganze Ding mal halt eben in Bewegungen halt aufdröselt hier, ne, so von da nach da. Und dann halt eben Korrektürchen. Und dann halt brauchen wir das Ding hin, nur zu kopieren. Ne? Kann natürlich auch sein. Ne? So, spricht aber für mich jetzt erstmal gegen das Gebilde hier, was ich erstmal nach Rot gedreht hatte und eigentlich schon mal kurz da unten nochmal aufsetzen könnte. 089 hier an dem Level, wo auch genau der VWAP ist, fände ich jetzt irgendwie schon plausibler. Weil, wie gesagt, ja auch, ne, das von der Zeit her passt es überhaupt nicht mehr, dass das Ding jetzt noch 150 Punkte laufen will. Von daher wird das dann eher Geschrabbel. Ja, und ihr so? Alle eingeschlafen oder? Radek muss zum Arzt. Okay, ich hoffe nicht wegen mir. Ja, okay. Ja, es ist halt leider nicht immer spannend. Ne? Leider nicht. Das wäre schön, wenn man jeden Morgen eine Vola bestellen könnte. Hier 200 Punkte rauf und runter. Da ist halt alles dann ganz einfach. Ne? So, hier gab es kurz eins auf den Deckel. Mal gucken, ob das Ding hier, ne? Das jetzt zumindest mal, das war eine Hausnummer, 80 Kontrakte, die hier standen, aber eben auch nur im Buch. Aber das war's dann. Oder wie? Einmal kurz hier 5 Punkte runtergedrückt mit Gewalt und dann tschüss. Tja. Heiko Behrendt ist auch da. Heiko, hilf mir mal. Also, schick mal den DAX kurz nach unten, na, kurz nach unten. Kann ja nicht wahr sein. Das ist komischer Gebilde hier. Ey. Jetzt stehen wir hier wieder drin, aber halt, ne, immer noch in Rot. Für meine Begriffe sehr, ich weiß es nicht, also ich finde es jetzt etwas schräg. Schräg, was der hier treibt. Ja, ich meine, klar, auf der einen Seite Long drin, natürlich, ne? Aber halt. Wenn er das jetzt wieder nach oben aufbricht, dann streiche ich hier die Segel im DAX für heute. Also, weil dann ist das für mich irgendwie Algo-Chaos. Damit kann ich nichts anfangen. Ich brauche Ordnung im Bild. Der DAO hier ist natürlich jetzt gerade nicht so, ne, unser Freund für Short, weil der versucht sich halt wirklich nach oben durchzudrücken, aber. Steht auf der anderen Seite, wir gucken uns den gleich nochmal an im H1.
steht aber auf der anderen Seite eben auch nur an den Widerständen, wo jetzt einfach schon mehrfach dran gedreht ist, dran gescheitert ist. Von daher hat das jetzt auch nicht unbedingt so wahnsinnig viel Aussagekraft, nur weil der jetzt hier oben rumdrückt, dass er jetzt wirklich halt da oben rausgeht. Der Dow, der kann halt einfach jetzt hier auch nochmal drunter schließen und dann korrigiert die ganze Nummer nochmal. Dann wäre das halt auch okay. Was habe ich? Also, ne, wollte ich gar nicht. Ne, ich habe den dazu gemacht. Ne. So. Wie gesagt, wenn der jetzt hier oben durchdrückt, da oben drüber schließt, dann ist der DAX für mich heute jetzt erstmal vom Tisch, außer er kommt dann irgendwie später doch nochmal über irgendwelche Umwege runter zur Future-Eröffnung und dann würde ich mir den auf jeden Fall nochmal krallen. Ne, aber das hier, wenn das jetzt so ist, dann ist es halt so, ja, dann ist das nicht mein Tag. Denn ich muss immer hier aufpassen, dass ich nicht immer ins Englische verfalle mit den Sprüchen. Das klingt immer so ein bisschen merkwürdig. Ich weiß, wenn ich zwischendurch mal irgendwie so einen Satz raushaue, aber ich bin es halt leider gewohnt, den ganzen Tag Englisch zu reden. Und da fällt mir das manchmal gar nicht auf. Also, das ist keine irgendwie merkwürdige Attitüde oder so. Okay, so, also wir schließen hier nochmal drüber, so wie es aussieht. Also, das heißt, ob wir jetzt drüber schließen, weiß ich nicht, ja. Aber wenn die jetzt hier echt nochmal raufgeht, dann ja, tschüss. Also, DAX erledigt für mich für heute. Beziehungsweise halt zumindest hier für die Stunde. Wenn dem so sein sollte. Ja, nee, es ist echt so, ne? Wo ich gerade gesagt habe, hier mit Englisch, da habe ich manchmal schon gedacht, boah, ey, die denken bestimmt irgendwie so der ein oder andere, der Hilger, der will wohl irgendwie cool klingen oder so. Haut dann immer englische Sätze raus. Das hat damit echt nichts zu tun. Ne? Also, das ist wirklich so manchmal unbewusst, wo ich dann auch, wenn ich einen Satz schon angefangen habe, den dann halt abbreche, wo ich dann merke, so, hä? Okay, du bist gerade in der falschen Sprache unterwegs. Und das ist einfach echt nur eine Frage der Gewohnheit. Und manchmal irgendwie auch, keine Ahnung, wenn wir dann hier zu Hause irgendwie geredet haben, weiß ich manchmal danach gar nicht mehr, in welcher Sprache das war. Wenn man das halt irgendwie die ganze Zeit macht, dann schmeißt man das alles so durcheinander. So, also das hier ist total no way, ne? Für mich. No way. Also das sieht man ja hier auch, ne? Es drückt sich nur nach oben. Gut, ist schön, wenn man long ist, wenn man im Haupttrend unterwegs ist, alles wunderbar. Aber ich kann damit hier irgendwie gerade nichts anfangen und finde ich natürlich auch jetzt nicht so schön, weil irgendwie kostet er mich gerade, was der Dow gebracht hat im Long. Und das ist natürlich so, nächsten Mal dann wieder Dow, ne? Würde ich mal sagen. So, jetzt hier Doppeltop oder wie? Oder was wird das jetzt? Wahrscheinlich. Ich neige dazu, ne? Aber okay, ich muss mich hier mal kurz zurückhalten. Also ich weiß ja nicht, ne, was die Stunde, ne? Die kriegt halt nicht mehr viel gerissen einfach, ne? Jetzt hier in 5 Minuten. Die kann jetzt auch noch mal irgendwie eine Runde spiken. Ja, klar, ich sehe hier oben haben wir auch ein Pivot, ne? Das ist, aber das finde ich so ein bisschen. Sorry. Hier ist gerade eine monsterfette Taube auf dem Geländer hier gelandet. Die guckt hier so saublöd rein. Ich kann leider die Kamera nicht aufdrehen. Das ist, glaube ich, die fetteste Taube, die ich je gesehen habe. Ja, also was wollte ich sagen? Also hier oben, ja, Pivot, ne? Aber wozu, ne? Das wird so ein. Also was den Morgen angeht, wird das so ein typischer DAX-Morgen. Ne? Wir daddeln hier oben irgendwo rum, der läuft jetzt irgendwo gleich dagegen, kommt dann halt irgendwie so halbwegs wieder zurück und stirbt dann nachher halt hier irgendwie
den Wohlertod, ne, und wartet, bis die Amis kommen. Also das ist das, was ich für meine Begriffe, ja, für die Pfanne, ne, für die Taube, fliegende Ratten, will man nicht wirklich in die Pfanne hauen. Der Ingolf, DAX, Best Markets ever. Ja, danke. Schön. Verstehe ich auch jetzt, ne? Nein, ist er nicht. So, manchmal ist er ja wirklich, also letzter Zeit konnte man ihn super einschätzen, ne? Und aber eher so, was die größeren Bewegungen halt angeht, ne? Ich meine, gut, brauche ich nur meinen Blog zu lesen, da sieht man es ja. Aber das hier, ne? So was der sich dann manchmal abhält, ne? Ich weiß nicht, wo das herkommt. Also, und deswegen mag ich den Dow halt viel, viel, viel lieber, ne? Der so, den kann man, finde ich, halt in seinen Zuckungen und in seinen Strukturen, die er da halt baut, viel besser lesen. Ja, wirklich viel besser. Und deswegen stehe ich mit dem DAX da halt irgendwie. Aber es ist natürlich klar, wenn man den schon irgendwie 100 Jahre handelt, vielleicht nicht 100, aber der Ingo ist ja auch nicht mehr der Jüngste, macht das vielleicht dann schon ein paar Jahre länger als ich. Und dann kennt man natürlich dann eben auch die Gewohnheiten, ne? Und beim Dow braucht man gar nicht mal so irgendwie die Gewohnheiten. Der ist so, wenn der mal anfängt, irgendwie über Hochs drüber zu laufen, dann läuft der aber auch, ne? Und dann kann man da tatsächlich dann irgendwie einfach reinspringen und zieht sich ein paar Punkte mit. So. Aber hier, allein der Zeit, wo ich das mit dem Dow erkläre, ne, die sind 2 Minuten vergangen und wir haben hier eine Wohler von 4 Punkten. Stehend irgendwie über an dem Hoch und irgendwie Grundstrukturen, die nicht funktionieren. Und das geht mir gerade natürlich fürchterlich auf. Die Nüsse. Was gibt's heute? Genau, heute gibt es halb Taube. Ja, nein, also, ich werde das nachher wieder gut machen, ja. Also ich werde nachher einen passenden Trade noch reinstellen, irgendwo dann in Trades Only. Und dann halt hier wieder was rausreißen, weil das lasse ich ja nicht auf mir sitzen hier. Ne? Ach, guck, ne? So, der hier. Macht dann halt leider das Rennen, aber selbst wenn man sich hier mal anguckt, ne, der Dow, der drückt sich dann aber auch wirklich da auch durch. Und gucken, ob der auch so einen Mist gemacht hat wie der DAX. Nö, natürlich nicht, ne? Und genau das meinte ich. So, der bricht die Struktur auf nach Bullish und der bleibt dann da eben auch drin. So, und der DAX, der bricht auf, bricht weg, rennt wieder rein und das meine ich halt, ne? Das hier ist total einfach, ne? Da hätte man einfach dem folgen können, was ich vorhin im DAX beschrieben habe. Ne, wenn die rote aufgebrochen ist, so, dann geht man unten im Rücklauf rein. Guck's ja da an. Ne? Hier aufgebrochen, Rücklauf rein, fertig. So, da muss man noch nicht mal irgendwie viel nachdenken. So, und hier funktioniert es halt leider nicht. Ne? So, das heißt dann halt eben auch, man muss da, oder ich muss da halt auch ein bisschen, sollte das vielleicht in Zukunft mit den Strukturen im DAX lieber außer Acht lassen. Bei den Amis funktioniert es. Beim DAX ist es eher schwierig. Ne? So, also hier keine neuen Hochs. Mal gucken, was da jetzt passiert. Um 10 Uhr, die machen wir jetzt gerade noch voll. Müssen wir hier ein bisschen überziehen. Aber das würde mich jetzt schon mal noch interessieren, was jetzt hier irgendwie nachkommt. Ob das jetzt ein Nachimpuls nach oben wird oder doch eher nach unten. Ne? So, hier auf die letzten Sekunden drückt es nach unten. Aber auch immer noch, ja, Struktur vergessen wir jetzt hier einfach mal. Machen wir das mal weg, das bringt mich hier nicht weiter. So, nur einfach hier kurz aufgesetzt. Ist hier der Vivo oder der SMA 20? Ne, ist der SMA 20, so. Aber viel mehr jetzt halt auch nicht. Das heißt, der könnte jetzt hier nochmal irgendwie, wenn überhaupt, knapp eins oben dran setzen. Ja. Oder halt eben dann jetzt finally endlich hier runterkommen, da wo ich eigentlich hin wollte. Mit dem Short. Wahrscheinlich erst nachdem halt das Webinar hier beendet ist. Ich bleibe mal noch kurz dran. Ich mache nur mal ganz kurz hier weg. Aber bin auf jeden Fall noch da. Nelson, ist es okay, wenn wir hier so ein paar Minuten noch irgendwie laufen lassen? Kein Problem. Okay. Gut, ich muss mich jetzt hier nicht unbedingt im Kopf und Kragen reden, aber was ich mal noch machen kann, ist hier mal kurz,
Ich wollte noch was zum DAU sagen. Jetzt weiß ich aber gerade schon gar nicht mehr, was. Da wollte ich nämlich eben noch drauf eingehen. Aber hier kommt irgendwie im DAX jetzt nicht so wahnsinnig viel. Gerade auch mehr irgendwie so 3 Punkte rauf und runter. So, der DAU. Genau, ich wollte mal kurz hier den H1 nochmal angucken. Also, Daily ist mal, ne, denke ich, klar. So, der läuft da oben rein. Da haben wir relativ wenig Zweifel dran. Trotzdem darf auch der eigentlich hier unten, zumindest mal in der Mitte irgendwie von gestern aufsetzen. Das heißt, auch wenn der hier gerade so long aussieht, der kann hier schon irgendwie noch mal ein Stück rückwärts kommen. Da spricht eigentlich wenig dagegen, dass er das machen kann. Steht hier auch irgendwie an dem Hoch vom, geht hier noch her? Ja. Steht hier auch irgendwie an dem Hoch da vom Donnerstag. Darf da auch mal irgendwie kurz dran drehen. Das passt halt schon. Was heißt drehen? Ne? Also er muss da jetzt nicht irgendwie kläglich dran scheitern, sondern eben halt einfach nur ab hier auch möglich. Wäre denkbar, dass der ab hier jetzt eben mal zurückkommt, auch in den Bereich da unten und dann halt hier unten in der Nähe und über der Eröffnung von gestern, da dann halt irgendwie mal eine Runde dreht. Gut, ich habe selber keine Lizenz, wie man sieht. Okay. Ja, das sind noch so die Wehwehchen. Ich hatte ja irgendwie gesagt, der Live-Chart wird jetzt irgendwie gerade in der Werkstatt irgendwie repariert und von daher läuft zwar halbwegs rund, aber so ab und zu kommen noch komische Meldungen. So, hier sieht man das NFP-High, genau, das wollte ich nämlich auch zeigen. Ne? Und wo er sich jetzt hier erstmal gerade den Kopf dran stößt. So, und heißt, könnte tatsächlich dann halt eben auch von hier dann auch mal einen Rücklauf machen in den Bereich hier unten rein. Ne? So, hier auf diesen letzten Support, hier sieht man ja, ne? Der Spike, der da halt eben gesessen hat. So, ob man den dann jetzt unbedingt short handelt, bis dahin kann man versuchen, ja. Kann natürlich aber auch genauso dann in die Hose gehen. Violett sind wir auch noch nicht, okay. So, Blaume. Also, so, und ne, so diesen beiden Bereiche, das wäre halt jetzt schon denkbar, dass er das halt macht, ne? Aber das ist eher eine Abteilung, eine Geschichte, glaube ich, für die Kasseeröffnung 15:30 Uhr, nicht unbedingt jetzt hier in den nächsten paar Minuten. Aber generell wäre für meine Begriffe sowas dann denkbar. Dann hätten wir halt eben auch einen Rücklauf hier vor allen Dingen in diesen langen Ausbruch rein. Der kann auch da drin bleiben, der muss gar nicht bis ganz darunter. Wäre aber zumindest jetzt nicht unplausibel. Ja? Gibt es das Wort überhaupt unplausibel? Bin mir gerade nicht sicher. So, nach Fibo wird man, glaube ich, hier nicht irgendwie großartig fündig werden. Das wäre für meine Begriffe dann auch zu tief. Wenn man hier die Fibos mal hinsetzt, oh, gelb, schöne Farbe, nicht. Dann müsste er runterlaufen bis zu 800. Das glaube ich nicht. Also da wäre dann halt hier, wenn man das nach Fibos machen möchte, dann eher wohl plausibler, dass wir dahin gehen. So, ne? Hier bis in die 38, da stehen wir auch noch hier in der Aufwärtsbewegung. So, und ab da dann halt eben nach oben wegziehen. So, das wäre für meine Begriffe so die, ja, naheliegendste Betrachtung, wo, nach der man halt eben gehen kann. Hätte man hier auch wieder ein schönes Phishing in Anführungszeichen von den Lows, die jetzt hier gebastelt hat seit dem langen Ausbruch, das wäre natürlich Premium, ne? Das halt, wenn der Markt so läuft. Das kann man sich heute Nachmittag mal angucken, aber das wäre jetzt dann auch so ein Ding, wo ich sage, das wäre typisch DAO, ja? Also da kenne ich dann den DAO von seinen Eigenarten ein bisschen besser mittlerweile. Aber das wäre absolut typisch, ne? Darunter schrabbeln und dann irgendwie hier das auch noch irgendwie wegspiken und dann hasta la vista. Das könnte halt kommen, ne? So, würde mich zumindest nicht wundern. Mich würde mehr wundern, wenn der jetzt hier auch einfach drüber läuft, über dieses High da von letzter Woche Freitag, NFPs. Das ist ja schon ein paar Mal irgendwie vernünftig abverkauft worden, ne? Hier sieht man, da ging es ja dann ab da irgendwie, keine Ahnung, 800 Punkte runter. Und das wird nicht so eben mal eben weggekauft. Ne? Das ist, habe ich so meine Zweifel dran. Deswegen wäre das halt hier schon so ein Ding. Also man kann den natürlich auch shorten, keine Frage. Das ist nur Empfehlung gebe ich natürlich nicht. Aber wenn man Short sucht,
dann wahrscheinlich schon hier, ne? Und nicht irgendwie darüber. Darüber würde ich, hätte ich Respekt vor Short, weil er steht ganz schnell 300 Punkte höher dann auch, ne? So, aber hier im schlappen Tempo, da jetzt mal halt irgendwie zu korrigieren, habe ich gesagt, so bis dahin gut sind auch 300 Punkte, ne? Aber wahrscheinlich naheliegend. So, gibt es hier noch irgendwas Neues? Oh, wir waren kurz Break-Even, schön. Wunderbares Timing, nicht? Irgendwie kommt. Das ist doch. Wo ist denn eigentlich mein Rolltext? Den gab es doch hier auch mal. Ah, da ist er. Guck. So, aber hier kommt irgendwie nicht so wahnsinnig viel gerade. Aber zumindest mal auch jetzt nicht ganz falsch, aber ich glaube, wir kriegen das hier in dem Webinar nicht mehr so wirklich raus. Ne? Also, ich würde schon tippen, dass ich in meiner Vermutung hier für den DAX erstmal richtig liege, dass da jetzt, ja, ne, man sieht es ja, da kommt irgendwie auch gerade nichts mehr hinterher, sondern dass das halt so ein Geeiere jetzt einfach wird, bis irgendwie heute Nachmittag und da oben raus irgendwie nicht mehr viel kommt. Ne? Also dafür sieht man jetzt hier auch schon im M5 wieder zu deutlich, dass da halt eben gerade nicht so viel passiert. Ne? Vielleicht gibt es nochmal einen Spike da oben raus, aber der wird ab hier nicht wegrennen. Das ist, glaube ich, noch nicht dran. Ne? Dass der einfach komplett nach oben abhaut. So, das ist natürlich auch, das ist übrigens Talent von mir, dass er halt eben genau auf meinem Break-Even, ne? Als wäre das halt irgendwie das Zentrum des Frankfurter Handels und Universums auf meinem Break-Even zu drehen. Das ist ein Talent. Das habe ich mir schon manchmal überlegt, da muss man auch irgendwie Strategie drauf abstellen können. So, aber bevor ich jetzt hier irgendwie Blödsinn erzähle, also ich gehe davon aus, ne, wie gesagt, ein Spike kann er da oben noch machen, sich hier irgendwo einpendeln. Ich werde ihn auch wahrscheinlich dann, wenn ich mir das so angucke, dann auch noch ein bisschen weiter skalieren und ein bisschen Geduld mitbringen. Und zumal es auch zum DAO passt und hier dann eben auf das Geeiere setzen, eben in der Range. Ne? Ich habe ja vorhin auch gesagt, so maximal hier so in dem Bereich, ne, gibt es jetzt irgendwie eine Range und da stehen wir jetzt irgendwie auch gerade. Aber viel mehr wird da wahrscheinlich nicht mehr kommen. Das heißt, ich würde mir überlegen, vielleicht sogar den darauf bis über den Pivot dann eben auch zu skalieren und mal gucken. Also vielleicht auch nicht. Vielleicht mache ich einfach dicht, wenn ich mir das angucke. Ne? Auch von der Size her, das sind irgendwie, wenn ich im DAO 10 Kontrakte mache, 40 Punkte, ist wahrscheinlich eine Affäre von 5 Minuten. Und hier brauche ich Stunden dafür, um das halt irgendwie dann halt auszusitzen, beziehungsweise halt, die mich dann halt Nerven kosten. Gut, so, Nelson, wird sowieso so sein, wenn wir jetzt das Webinar beenden, kommt der DAX darunter, genau auf den grünen Bereich. Und das heißt, wir machen das jetzt einfach, wir beenden jetzt dieses Webinar. Und wenn er das dann machen sollte, schalten wir am Schluss nochmal kurz zurück dahin, zeigen das. Ansonsten kann man sich das weiter angucken. Also wie gesagt, der erste Short ging nicht auf, ja, also gibt es nichts zu beschönigen. Außer dass ich das irgendwie merkwürdig finde vom Verhalten her, was er da gemacht hat, hätte für meine Begriffe so ein bisschen anders laufen müssen, ist natürlich der falsche Begriff. Aber fand ich so ein bisschen ungewöhnlich. Gut, aber jeder, der nicht dabei war, muss ja an der Stelle sagen, herzlichen Glückwunsch. Und ging dann halt daneben. Gibt's nichts zu beschönigen, gehört halt eben auch dazu. So, so beende ich natürlich nicht gerne ein Webinar. Aber Ehrlichkeit ist ja auch wichtig, ne? Und irgendwie nicht nur, ich bin der Größte und ich bin der coolste Trader. Darum geht es ja sowieso nicht, sondern einfach darum, den Markt immer so ein bisschen greifen zu können und einschätzen zu können. Jo, ey, Ingolf, der Ingolf wird hier frech. Komm mal. Siehst du das, Nelson? Habe ich gelesen, ja. Der Ingolf schreibt. DAX for the Pros, DAO for the People. Lieber Ingo, ich glaube, wir müssen uns mal unterhalten unter vier Augen in der dunklen Ecke und das mal klären. Ne?
Nein, ich weiß ja, der Ingo meint das nicht böse. Ja. Ach, jetzt, ne? Ich finde das, also ich finde das ja auch immer schön, ne? Wenn dann hier so Kommentare kommen, wie beim nächsten Mal läuft es wieder besser. Ich brauche keinen, man muss mir ja nicht den Kopf streicheln, ja. Sondern das gehört ja einfach dazu. Sondern das Ding ist doch, es geht doch am Ende immer nur darum, dass man versteht, was der Markt treibt, ne? So, und wenn einem das in, sag mal, irgendwie 70, 80% der Fälle gelingt, dann ist man ja schon irgendwie auf der richtigen Seite, da ist man ja schon ganz gut dabei. Und da gibt es aber dann immer noch diese 20%, wo man es nicht versteht, wo man vielleicht irgendwelche Muster, Regelwerke und weiß ich nicht was hat, die zwar fast immer funktionieren, aber dann ist immer noch dieses fast, ja, und das sind halt die Ausnahmen. Und das ist ja nicht irgendwie irgendwas, was einem Kopfzerbrechen bereiten muss, weil es ist ja unmöglich, irgendwie eine Trefferquote von 100% zu haben. Das ist, gibt's nicht, ja. Und klar ist es halt, wie soll ich sagen, cool, ne? Wenn man halt irgendwie in jedem Webinar dann halt irgendwie so das Können unter Beweis stellen kann. Aber es liegt ja auch logischerweise eigentlich in der Natur der Sache, dass man halt eben in mindestens irgendwie, sagen wir mal, 20% der Fälle das eben nicht hinkriegt, ja. Wenn nicht, das ganz, wäre es ja ganz merkwürdig, ja. Und wenn ich mir dann halt die letzten Male da angucke, ich weiß gar nicht, wie viele Webinare in Folge alle super gelaufen sind. Also das letzte war so, ja. Aber halt alle anderen und auch das NFP war auch gut, dann ist es ja eher schon so bedenklich, ja. Oder das macht mir dann eher schon Sorgen, wenn ich dann sehe, okay, wir hatten 10 Webinare oder 15 Webinare, alle in Plus. Und ich denke, das muss ich aber irgendwann auch, oder ich weiß ja dann auch, die Statistik wird sich da auch dann wieder, ich will nicht sagen rächen, ja, aber durchsetzen, ganz klar. Und das heißt, wenn ich einfach in 80% der Fälle richtig liege und 20% der Fälle eben nicht. Und wenn ich da 15 in Folge habe, dann ist es leider dann halt eben so, dass dann halt eigentlich 3, 4 Webinare kommen müssen, die dann halt nicht aufgehen. Ne? So, heute war dann halt eben eins davon. Okay. So sehe ich das halt. Von daher sage ich halt auch immer, wenn man nachtradet, und das ist ja auch genau der Punkt, wenn man nachtradet, dann muss man es eigentlich immer machen. Konsequent immer, ja. Und nicht irgendwie so, ja, heute mache ich mal und heute nicht, weil dann kommt ja der Faktor Glück ins Spiel. Aber wenn man halt irgendwie durch meine Webinare da mal einen Strich da mal einen Strich drunter zieht, hat man ja auch sowas wie eine statistische Relevanz an der Stelle, die eben positiv ist. Die funktioniert aber logischerweise nur dann, wenn man auch die Fehler mitmacht. Ne? Ansonsten läuft man Gefahr, dass man nur die Fehler mitmacht, auch wenn man eigentlich vorhatte, nur die guten mitzumachen. Ne? Und so ist das halt mit der Statistik. Von daher alles nicht schlimm und jeder, der das jetzt irgendwie nicht zum ersten Mal macht, und da auch schon ein bisschen länger dabei ist, der kann das eigentlich auch nur genau so sehen, ja, und irgendwie nicht so, oh, Hilger, doof gelaufen. Ja, ist doof gelaufen. Trotzdem ist es aber halt, ist so. So. Ist weder gut noch schlecht, ist so. So muss man es halt sehen. Ja. Gut, alright. So, der Ingo hat Angst vor der dunklen Ecke. Kein Spaß. Okay, so, ich hoffe, es hat euch trotzdem geholfen, Spaß gemacht, was auch immer. Und auch wenn es heute dann halt eben, hey Timo, Timo ist der Nächste mit dummen Sprüchen. neige gleich dazu, pass mal auf, Nelson, wir lassen das jetzt einfach das Bild laufen bis 12 Uhr, ja, damit hier einfach auch der Rest jetzt ruhig wird. Und nur damit das Ding hier noch im Plus aufgeht. Und ich wette, ich kriege das Ding im Plus raus, ja. So, ich kann halt nur nicht das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, den zeitlichen Faktor beeinflussen. Ich wette, das Ding läuft nicht nach oben weg, sondern er kommt noch hier runter. So, jetzt kann ich hier irgendwie 2 Stunden mich festkrallen und sagen, so. Aber es ist der zeitliche Faktor, den kann man halt nie beeinflussen. So, und jetzt ist genug hier mit der Stänkerei, weil der Timo hat ja auch noch gerade geschrieben. Mal verliert mal, mal gewinnen die anderen. Ja, genau. Ne? Den Finger, den ihr jetzt einfach hier kriegen müsstest, lieber Timo, den kennst du selber.
Also für diejenigen, die mich nicht kennen, Timo und ich sind befreundet. Der darf sowas, aber der darf dann auch anschließend Bier bezahlen, was ich ihm über die Füße kippe oder so. Gut, alright. Also, kurze Rede, langer Sinn. Ich fand es trotzdem lustig. Also, ja, doch, ist so. Ne? Wie gesagt, das darf eigentlich tangieren. Und wann haben wir das nächste? In 2 Wochen, schätze ich mal, Nelson. Ne? Ja. Dazwischen ist ja nichts mehr. Und ja, sage ich mal, dann in 2 Wochen. Rein statistisch wird das dann auch wieder nichts. Vielleicht machen wir da also dann so, wenn ich Short gehen will, geht der Steotrader long und umgekehrt. Und dann könnte es vielleicht was werden. Gucken. Aber da ich mich ja selber austrickse, wird das wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Gut, alright. Also, ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß und sag dann einfach mal an der Stelle danke auch an den Nelson, der hier mit durchgehalten hat und an die Teilnehmer und freue mich trotzdem aufs nächste Mal. So, letztes Wort hat aber sehr gerne der Nelson. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank, Dirk. Auch wenn das Ergebnis heute ja auch nicht so optimal war, ich schließe mich dir trotzdem hier den Feedbacks an. Vielen Dank für deine Erläuterungen und wünsche natürlich heute noch viel Erfolg, aber auch allen anderen und vielen Dank für die Teilnahme. Vergesst nicht morgen FED, Zentralbank, Zinsentscheid und ansonsten viel Erfolg für die Woche. Passen Sie auf viele Positionen auf und gerne dann bis in 2 Wochen. Bleiben Sie gesund. Ciao.